Fitness mit Marc, Folge 111. Herzlich willkommen zu Fitness mit Marc, wo sich alles darum dreht, dass du nackt gut aussiehst. Und hier ist dein Gastgeber, direkt aus Hamburg. Sein Leibgericht ist Grünkohl mit Kochwurst, Marc Maslow. Moin Moin, hier ist Marc Maslow, dein dranbleiben Fitnesscoach von marathonfitness.de. Heute geht es um ein Thema, das ganz häufig unter den Tisch gekehrt wird. Und es ist ein wichtiges Thema, das Thema Warm-up. Konkret die Frage, ist das Aufwärmen vor dem Krafttraining überhaupt nötig oder ist es vielleicht sogar überflüssig? Dazu mehr gleich. Bist du ein Dranbleiber? Zusätzlich zu diesem Podcast holen sich bereits vorsichtig formuliert über 30.000 Menschen über den wöchentlichen Dranbleiber-Newsletter praktische Tipps, die dir dabei helfen, nackt gut auszusehen. Werde Teil der Marathon-Fitness-Gemeinschaft von Menschen, die bereit sind, ihren Körper zu verändern. Trag dich ein für den Newsletter, werde Dranbleiber und sicher dir die drei Erfolgsgeheimnisse schlanker Menschen. Das Ganze ist übrigens kostenlos. Geh einfach auf dranbleiber.com und geh den nächsten Schritt, um nackt gut auszusehen. Die Adresse ist dranbleiber.com. Ja, heute geht es um das Warm-up, das Aufwärmen vor dem Krafttraining. Brauchst du das oder kannst du es weglassen? Für viele Menschen ist das Warm-up ein lästiger Zeitfresser. Und dieses Gefühl, oh, das Ganze nervt, das haben viele, wenn sie an das Warm-up vor dem Workout denken. Ja, und was ich häufig sehe, ist, dass sie dann das Warm-up galant überspringen. Und die Frage ist ja berechtigt. Ist die Zeit fürs Aufwärmen nicht viel besser in das richtige Krafttraining investiert? Denn den eigentlichen Trainingsreiz, den setzt du doch beim Krafttraining, beim eigentlichen Training und nicht davor. Und wenn du deinen Workout möglichst effizient und effektiv gestalten möchtest, dann solltest du diese heutige Folge hören. Denn in der heutigen Folge erfährst du die Wahrheit. Kommt das Aufwärmen vor dem Krafttraining oder kannst du darauf verzichten? Was verstehen wir eigentlich unter richtigem Aufwärmen? Du erfährst außerdem, wie du das meiste aus deinem Workout herausholst, ohne dabei Zeit zu verschwenden. Dann stelle ich dir noch ein 10 Minuten Aufwärmprogramm vor, das wirklich effektiv ist. Und last but not least beschäftigen wir uns mit der Frage, was würde denn eigentlich passieren, wenn du das Warm-up auslässt? Ja, und genau das war jetzt das Warm-up für den heutigen Beitrag. Lass uns also einsteigen, am besten mit einer kleinen Studie, die ich persönlich durchgeführt habe. Und zwar habe ich mir die Frage gestellt, wie viele Menschen wärmen sich eigentlich vor dem Krafttraining auf? Und ich sag dir vorweg, diese Studie hat keinen wissenschaftlichen Wert. Das ist einfach nur eine Erfahrung, die ich gesammelt habe. Und zwar habe ich mich nämlich einfach in einem Fitnessstudio, in dem ich ab und zu mal trainiere, auf die Lauer gelegt. Also konkret, ich habe Cardio-Training gemacht. Denn dort ist es so, dass die Cardio-Geräte direkt vor der Umkleide positioniert sind, sodass die Leute, die aus der Umkleide rauskommen, vor den Cardio-Geräten langlaufen. Und dann kannst du einfach mal gucken, wie viele Leute machen sich warm im Cardio-Bereich und gehen dann zum Training und wie viele gehen halt direkt an die Gewichte. Ja, und ich habe mal mitgezählt und das Ergebnis war, dass 8 von 10 Männern, denn es handelte sich hier um die Männerumkleide, aufs Warm-up verzichtet haben und direkt durchgestartet haben. Und ich habe es eingangs schon angedeutet, ich habe keine Ahnung, ob dieses Ergebnis repräsentativ ist. Was ich allerdings aus eigener Erfahrung sagen kann, ist, dass viele Menschen sich einfach nicht warm machen. Und jetzt kann man das Ganze natürlich weiter spinnen und sich fragen, verzichten diese Herrschaften auch auf das Warm-up beim Sex? Wie dem auch sei, wer aufs Aufwärmen vor dem Krafttraining verzichtet, riskiert mehr als nur Verletzung. Es kann sogar gut sein, dass das eigentliche Workout ineffektiv wird. Warum ist das so?
Warum geht Aufwärmen eigentlich vor Krafttraining? Warum sagt dir auch jeder Trainer, dass du ein Warm-up machen solltest? Lass uns mal ein Gedankenexperiment machen. Du sitzt in deinem absoluten Traumauto, betätigst die Zündung. Der Motor fängt an zu musizieren. Würdest du jetzt den ersten Gang reinhämmern, das Gaspedal bis zum Anschlag durchdrücken und das kalte Triebwerk zum Brüllen bringen? Nun, wenn du noch länger Spaß an deinem Auto haben willst, dann vermute ich, würdest du das nicht tun. Ja, und wie ist es beim Krafttraining? Viele Sportler, die glauben, Zeit einzusparen, wenn sie das Warm-up auslassen. Gerade dann, wenn die Zeit knapp ist, denken sie sich, ja, so habe ich mehr Zeit für das eigentliche Warm-up und dann spare ich mir einfach die 10 Minuten am Anfang heute mal und mache vielleicht dazu sogar noch ein bisschen mehr Krafttraining. Und dieser Gedanke klingt ja auch erstmal logisch. Aber das Gegenteil ist der Fall. Denn langfristig sparst du Zeit, indem du dich vor dem Krafttraining aufwärmst. Und zwar aus zwei Gründen. Erstens, wer das Aufwärmen überspringt, riskiert Verletzung an Muskeln, an Sehnen und Gelenken. Das wissen die meisten. Ja, und wenn es dann passiert, dann heißt es häufig ein paar Wochen Zwangspause. Und das kann dich tatsächlich um Monate zurückwerfen. Ziemlich uncool. Der zweite Punkt ist weniger bekannt. Kalte Muskeln sind schwächer als warme Muskeln. Und es ist wirklich so, wenn du kalt durchstartest und kalt an die Geräte gehst oder an die Gewichte, dann trainierst du ineffektiv. Und ich wiederhole es nochmal, weil es so wichtig ist. Warme Muskeln sind stärker als kalte Muskeln. Und was du ja tun willst, ist, dass du im Training einen Trainingsreiz setzt, der dich besser werden lässt. Und dabei willst du deinen Muskel voll auslasten können. Jetzt ist es aber viel leichter und auch natürlich viel sicherer, wenn du einen warmen Muskel ans Limit bringst. Beim kalten Muskel wirst du die Leistung schwerlich abrufen können und zweitens wirst du dich natürlich auch leichter verletzen. Wenn du also das Optimum aus deinem Krafttraining rausholen möchtest, dann solltest du ein paar Minuten ins Aufwärmen investieren. Lass uns zur nächsten Frage übergehen. Was ist denn eigentlich richtiges Aufwärmen? Ja, mit deinem Traumkörper verhält es sich genauso wie mit deinem Traumauto. Erst wenn die Betriebstemperatur erreicht ist, gibst du Gas. Das Aufwärmen, das Warm-up bringt dein Blut in deine Muskeln und wärmt sie dadurch auf. Jetzt hatten wir eben schon mal gesagt, dass warmes Muskelgewebe belastbarer und weniger anfällig für schmerzhafte Zerrungen und Muskelfaserrisse ist. Und es kommt noch was hinzu. Du verbesserst durch das Warmmachen die sogenannte intramuskuläre Koordination. Das heißt, dass du unter Last mehr Muskelfasern gleichzeitig aktivieren kannst. Und das Ergebnis ist, dass du mehr Kraft hast und mehr Gewicht bewegen kannst. Und das fühlt sich dann so an, als dass die Gewichte einfach ein bisschen leichter sind. So kann man sich das vorstellen. Unter Aufwärmen verstehen wir also das, was wir aktiv tun, um in einer optimalen körperlichen Verfassung ins Training oder in einen Wettkampf einzusteigen. So, und wenn wir jetzt über Krafttraining reden, dann setzt sich das Aufwärmen davor aus zwei Teilen zusammen. Beide im aeroben Bereich mit sehr niedriger Intensität durchgeführt werden. Erstens das allgemeine Aufwärmen und zweitens das spezifische Aufwärmen. Im ersten Teil, dem allgemeinen Aufwärmen, bringst du deinen Körper erstmal auf Temperatur. Dann im zweiten Part mit dem spezifischen Aufwärmen bereitest du deine Muskeln vor. Und zwar genau die zu trainierenden Muskelgruppen, die du in dem heutigen Workout dann trainieren möchtest. Klar soweit? Okay, dann lass uns ins Warm-up mal reingehen. Hier ist ein 10 Minuten Aufwärmprogramm, mit dem du deinen Trainingserfolg maximieren kannst. Und du brauchst auch wirklich nicht mehr. Ein effektives Warm-up kostet dich nicht mehr als 10 Minuten und besteht aus diesen zwei Teilen, die ich dir eben vorgestellt habe. Teil 1 ist das allgemeine Warm-up. Und hier empfehle ich dir, dass du einfach ein leichtes aerobes Training machst, das dich dann eben auf Betriebstemperatur bringt. Zum Beispiel kannst du dazu ein Cardiogerät nehmen. Das ist das, was ich meistens mache. Zum Beispiel setze ich mich aufs Fahrrad, aufs Ruderergometer, gehe auf den Crosstrainer. Manchmal gehe ich auch aufs Laufband.
Du kannst natürlich auch eine Runde joggen gehen, entspannt, oder Seil springen. Dabei solltest du ein paar Punkte beachten. Erstens, die Intensität. Warm-up ist eine leichte Belastung. Und die Betonung liegt hier wirklich auf leicht. Deine Herzfrequenz, wenn du es misst, wenn du ein Pulsmesser hast, sollte die etwa bei 60% deines Maximalpulses liegen. Und wenn du kein Pulsmesser hast, kannst du dich auch an der Borg-Skala orientieren. Die Borg-Skala hatte ich dir in Folge 44 schon mal vorgestellt. Das ist einfach eine subjektive Beurteilung deiner Trainingsintensität, die so funktioniert. Du ordnest deine Trainingsintensität auf einer Skala von 0 bis 10 ein. Bei 0 sehr, sehr leicht ist und 10 das absolute Maximum. Mehr kannst du dich nicht belasten. So, und auf dieser Skala solltest du beim Warm-up auf so einer Stufe von 5 bis 6 liegen. Und der zweite Punkt ist die Dauer. Sobald du anfängst zu schwitzen, bist du warm. Für die meisten Menschen sind das so 5 bis 7 Minuten. Sportler, die schon jenseits der 40 sind, die dürfen sich ein bisschen mehr Zeit nehmen und etwa doppelt so lange fürs Warm-up Zeit einplanen. Ja, und dann gibt's noch eine Möglichkeit, wie du hier tatsächlich Zeit sparen kannst. Ich mache es nämlich meistens so, dass ich mit dem Fahrrad zum Fitnessstudio fahre. Das Fitnessstudio, in dem ich meistens trainiere, das ist etwa 10 Minuten von meiner Wohnung und meinem Büro weg. Und ja, das ist im Prinzip ideal fürs allgemeine Warm-up. Ich fahre mit dem Fahrrad hin, bin schon warm, wenn ich im Studio ankomme und habe dann direkt die Möglichkeit, eben ins Training einzusteigen. Und ins Training steige ich dann mit dem spezifischen Warm-up ein. Dem zweiten Part deines Warm-ups. Und den machst du halt wirklich schon in deinem Krafttraining. Der ist integriert. Und zwar so. Ziel des spezifischen Warm-ups ist es ja, die zu trainierende Muskelgruppe aufzuwärmen. Und da gibt's zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, dass du dazu Gewichte verwendest. Du beginnst also mit dem regulären ersten Trainingssatz, verwendest dabei allerdings nur die Hälfte deines Zielgewichts. Lass uns das mal an einem Beispiel festmachen. Nehmen wir an, du planst einige Wiederholungen Kniebeugen mit 80 Kilo. Dann beginnst du mit einem Warm-up-Satz, für den du nur 40 Kilo nimmst. Ja, und indem du das tust, erhöhst du einerseits die Beweglichkeit deiner Muskeln, Sehnen und Gelenke und bereitest andererseits dein Nervensystem auf die bevorstehende Belastung vor. So, wenn du jetzt schon sehr schweres Training machst, schwere Gewichte nimmst, dann kannst du auch ruhig noch einen zweiten oder vielleicht sogar einen dritten Warm-up-Satz machen mit 65% und 75% deines Trainingsgewichts. Eine zweite Möglichkeit fürs spezifische Aufwärmen ist, dass du einfach ein Bodyweight-Übung machst. Wenn du 10 Wiederholungen im Bankdrücken durchführen möchtest und keine Lust hast, die Hantelscheiben für den Warm-up-Satz zu wechseln, dann machst du einfach Liegestütze. Mach insgesamt 30 Wiederholungen, bevor du mit vollem Gewicht in deinen Trainingssatz einsteigst. Auch hier solltest du nicht ans Muskelversagen gehen, sondern das Warm-up ist eine leichte Belastung. Also wenn du die 30 nicht schaffst, dann machst du halt meinetwegen nur 10, kurze Pause, nochmal 10, kurze Pause, nochmal 10. Sodass du das Gefühl hast, du bist immer noch erholt. So, und an der Stelle möchte ich nochmal darauf hinweisen, selbst Menschen, die super beschäftigt sind, sollten sich die Zeit nehmen, um die Muskeln aufzuwärmen. Es sind ja schließlich nur ein paar Minuten, mehr ist es nicht. So, und jetzt fragst du dich vielleicht immer noch, Marc, muss ich mich wirklich vor dem Krafttraining aufwärmen? Nun, ich habe vor einigen Jahren in der englischen Ausgabe des Magazins Outside ein Interview gelesen, und zwar mit dem amerikanischen Fitnessvater Jack LaLanne, und der hat zum Thema Warm-up Folgendes gesagt. Er sagte, Zitat, das Warm-up ist die gequirlteste Scheiße, von der ich je gehört habe. 15 Minuten für ein Warm-up. Macht ein Löwe sich erst warm, wenn er hungrig wird? Oh oh, da ist eine Antilope. Ich mach mich lieber erstmal ein bisschen warm, bevor ich durchstarte. Nein, macht er nicht. Er startet einfach durch und erlegt die Beute. Und ich mag Jack LaLanne. Ich mag seinen direkten Stil, ich mag seine klaren Worte. Und ich mag auch Tierdokus, weil sie so viele Parallelen zum menschlichen Verhalten darstellen. Aber ich glaube auch, dass Jack den Löwen etwas länger beobachten sollte, denn auch der Löwe wärmt sich auf. Wenn er aufwacht, dann streckt er sich erstmal ausgiebig. Und
Ja, er tut es intuitiv. Was der Löwe intuitiv weiß, ist heute Stand in Forschung und Trainingspraxis. Je besser du dich aufwärmst, desto mehr kannst du leisten, ohne dich dabei zu verletzen. Fazit der heutigen Folge. Das perfekte Aufwärmen vor dem Krafttraining dauert gerade mal 10 Minuten. Mehr Zeit brauchst du nicht zu investieren. Nur wenn du die 40 vielleicht schon passiert hast, dann darfst du dir 5 Minuten mehr dazu nehmen. Das perfekte Warm-up beginnt, indem du ein leichtes aerobes Training machst und danach gehst du in deine Übungen über, die du ohnehin vorhast. Dazu nimmst du dann leichtere Gewichte oder du machst eine Bodyweight-Übung für die gleiche Muskelgruppe. Besonders dann, wenn du im Krafttraining mit hohem Gewicht arbeitest oder auch nur wenige Wiederholungen durchführst, dann ist das Aufwärmen besonders wichtig. Denn je höher die Gewichte sind, die du bewegst und je niedriger die Anzahl Wiederholungen, desto höher ist dein Verletzungsrisiko. Zumindest dann, wenn du kalt ins Training startest. Wie gesagt, ich möchte, dass du aus meinen Fehlern lernst, ohne sie selbst zu machen. Und ich habe das dann für dich auch mal ausprobiert. Ich habe tatsächlich vor vielen Jahren mal einen Kaltstart hingelegt, weil ich Zeit sparen wollte und bin in meinem jugendlichen Leichtsinn zum Kreuzheben übergegangen. Das sah dann so aus. Ich habe 4 Wiederholungen schweres Kreuzheben gemacht. Dann hat es Zong gemacht. Ich hatte einen Muskelfaserriss und 3 Monate Trainingszeit gewonnen, weil ich nämlich aussetzen durfte. Hat also nicht funktioniert. Ja, und der ein oder andere denkt jetzt vielleicht, super Marc, 3 Monate Zeit gespart, aber ich habe es damals nicht vorgehabt. Ich hatte nämlich ein Ziel und ich empfehle dir, nimm dir die Zeit, wärm dich auf, bevor du ins Krafttraining reingehst. Und vielleicht hast du ja auch selbst ein besonderes Warm-up-Ritual oder ähnliche oder auch andere Erfahrungen gesammelt. Wenn du deine Erfahrungen teilen möchtest, dann lade ich dich ein. Besuch mich auf meinem Blog unter marathonfitness.de/podcast. Da gehst du dann zur heutigen Folge 111 und schreib einen Kommentar. Teile deine Erfahrungen. Ich bin gespannt und ich freue mich drauf. So, und das war's schon für heute. Ich wünsche dir viel Spaß und viel Erfolg beim Training. Cool, dass du bis jetzt dran geblieben bist. Falls du Feedback hast zu dieser Show oder Vorschläge für Interviewpartner, die ich in einer der nächsten Folgen interviewen sollte, schick mir eine Mail an podcast@marathonfitness.de. Die Shownotes und weitere Infos findest du unter marathonfitness.de/podcast. Und da findest du auch Links, wie du mich über Twitter, über Facebook oder über andere Wege erreichen kannst. Falls du diese Folge hörst und noch nicht abonniert hast über iTunes oder über Stitcher oder andere Plattformen, dann solltest du das schleunigst ändern. Die beste Möglichkeit, dran zu bleiben, ist, wenn du dir diesen Podcast kostenlos auf dein Phone oder auf deinen Computer liefern lässt. Du kannst ganz einfach abonnieren, indem du auf iTunes gehst und dort nach Fitness mit Marc suchst. Oder du gehst auf www.marathonfitness.de/podcast und klickst auf Abonnieren. Wenn dieser Podcast dir gefällt, dann kannst du auch was zurückgeben. Geh auf iTunes, gib mir deine 5-Sterne-Bewertung und schreib was Nettes. Ich lese das und ich werde dir ewig dankbar sein, versprochen. Der Punkt ist der, mit deiner Bewertung hilfst du, dass dieser Podcast leichter gefunden wird von Menschen, denen diese Infos auch helfen könnten, um ihren Körper zu verbessern, um nackt gut auszusehen. Denn das beste Kompliment, das du mir machen kannst, ist eine Empfehlung an jemand anderen.